Ja. Also, deine 12 Minuten. Okay, ja, ich freue mich erstmal hier zu sein und herzlich willkommen jetzt für 12 Minuten ein wenig in Südafrika mit reingenommen zu werden. Wir haben ja heute das Thema Sei mutig und hatten jetzt Kerstin gehört und hören nachher Konrad. Und ich möchte mich heute, da ich das letzte Jahr in Kapstadt verbracht habe, auf Auslandserfahrungen fokussieren. Und für alle, die vielleicht noch gar nichts mitbekommen haben, ich bin Jonathan. Und ich bin, wie ihr es auch gerade gehört habt, 20 Jahre alt geworden und war das letzte Jahr ein FSJ in Südafrika machen. Und für alle, die vielleicht gar keine Ahnung haben, wo das jetzt liegt, habe ich auch nochmal eine Karte mitgenommen. Und wir sehen jetzt hier den Kontinent Afrika. Und ganz unten das südlichste Land Südafrika. Und ich war ein Jahr lang auch in der Stadt, ganz unten am Kap der Guten Hoffnung, Kapstadt. Da sieht man jetzt nochmal das nächste Bild. Eine doch recht malerische Stadt. Und bevor ich jetzt ein wenig weiter erzähle und auch, ich habe mich mit einer Person beschäftigt, Bonhoeffer, und wir haben relativ viel gemeinsam, was Auslandserfahrungen angehen. Aber bevor ich dazu mehr erzähle, kommen jetzt knackige 3 Minuten, wo ich einmal was zeige über Land, Leute und meine Arbeit. Also Film ab und viel Spaß. Ich hoffe, man hat ein bisschen mehr Einblick bekommen, in was für einer Welt ich da ein Jahr war.
Und ihr habt gesehen, total vielfältig. Und meine Arbeit war auch total vielfältig. Auch das Land Südafrika ist total vielfältig. Vielfältiger als vielleicht andere Länder, weil da sind einfach total viele Kulturen und Völkergruppen auf einem kleinen Fleck. Und ihr habt viel ganz tolle Nationalparks jetzt hier auch gesehen oder auch tolle Cities. Ich war aber die meiste Zeit in einem Township. Und hier sieht man mal ein kurzes Bild, wie es da so aussieht. Das sind dann nämlich nur Blechhütten und Lehm und Matsch. Und ja, da habe ich gearbeitet. Ich habe noch gar nicht gesagt, was ich genau gemacht habe. Ich habe ein FSJ gemacht, ein internationales FSJ, dort in Kapstadt bei einer christlichen Kinder- und Jugendarbeit, die hieß His Ark. Und wir haben von Montag bis Freitag und auch am Wochenende für Aktionen mit den Kids zusammengearbeitet. Die waren den Vormittag über in der Schule. Da haben wir dann im Kindergarten oder auch in der Schule mitgeholfen. Und am Nachmittag haben wir bei denen zu Hause Programm gemacht. Und das waren Sportvereine oder kleine Hauskreise, Ausflüge, Hausbesuche oder auch der Kids Club, der jeden Freitag stattgefunden hat. Und was mich total beeindruckt hat, ist einfach so die Lebensfreude dort. Und wie fröhlich die ganzen Menschen da einfach sind. Und es war einfach total spannend zu sehen, was dort alles passiert mit den verschiedenen Leben, auch in dem Jahr, wo ich da war. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich vor einem Jahr hier stand, bei unserem ersten echtes Gottesdienst auch. Und ich erzählt habe von meinen Plänen und auch vielleicht von den ganzen Sorgen, die ich habe, jetzt ein Jahr lang wegzugehen. Und zwar nicht nur irgendwie nach Uckermünde oder rüber zu Rügen, sondern halt nach Südafrika, was ja doch ganz schön weit weg ist, andere Halbkugel. Und ja, und ich habe überlegt, klappt das alles mit dem Geld? Wie werde ich mich da mit Leuten verstehen? Wird mir die Arbeit gefallen? Und das alles. Und es waren super spannende Erfahrungen, die ich da sammeln durfte. Und weil wir heute ja das Thema haben, sei mutig, werde ich jetzt ein bisschen drüber reden, was hat es denn für Vorzüge, mal im Ausland gewesen zu sein. Und ihr habt ja wahrscheinlich schon mehrere Berichte von mir auch gehört. Ich habe mir jetzt aber eine Person rausgesucht, die total spannend ist. Und zwar heißt die Dietrich Bonhoeffer. Hier ist auch nochmal ein Bild von ihm. Und für die, die es nicht wissen, das ist ja ein Theologe, der auch damals ein großer Aktivist war gegen den Nationalsozialismus und für mich echt ein super cooler Typ. Und der hat ziemlich viel gemeinsam mit den Abenteuern, die auch ich erlebt habe und hat auch schon früh viele Sachen erkannt, die einfach den Horizont erweitern, wenn man mal mutig war und rausgegangen ist. Und was ich gar nicht wusste, der war total viel unterwegs. Der Dietrich, der war in Italien, in Spanien und in den USA. Und zu den drei Punkten möchte ich einmal kurz was sagen und was ich alle Parallelen dann hatte. Und zwar war er 1924, da war er gerade mal 18 Jahre alt. Ich war mit 19 ins Ausland gegangen, sogar noch ein bisschen jünger als ich, war er in Italien. Und ich habe auch ein paar Schulfreunde heute da, was ich auch cool finde. Wir sind ja auf einer katholischen Schule, waren auch schon mal in Rom. Und er hat auch eine Pilgerfahrt dorthin gemacht. Und das war für ihn das erste Mal, dass er so die ganze Weite gesehen hat. Er hat sich dann auch jung für die ganze Ökumene interessiert und auch das nach Deutschland mehr gebracht, dass man auch mit verschiedenen religiösen Gruppen zusammen was macht. Und ich habe das in Südafrika auch ganz stark gemerkt, die ganzen Kulturen, die da zusammen leben. Bei uns im Township waren locker 10 Sprachen. Das Einzige, was ich so ein bisschen verstanden habe, war das Afrikaans. Aber da sind ganz, 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 ganz viele Völker zusammen. Und das einmal so zu sehen, das ist schon super spannend. Und das hat auch damals der Bonhoeffer gemerkt. Die ganzen Nationen und Völker. Und seine Studienrichtung hat sich von da an irgendwie auch ganz neu verändert. Der hat gesehen, ey, was man alles machen kann hier. Der ist wahrscheinlich viel auch im Vatikan und so gewesen. Und für mich war es auch nochmal ganz anders. Ich habe auch gemerkt, ey, ich will nicht irgendwie mein Leben lang, wenn es jetzt Richtung Studium geht und so, irgendwie immer im Büro sitzen. Ich bin eher der Typ, so, ich habe es gemerkt, ich liebe es halt dann draußen so zu sein und irgendwie unterwegs zu sein. Und das hat auch nur der Dietrich oder auch ich so erkannt, indem er mal rausgegangen ist, was Neues gesehen hat. So, dann hat der einen Trip nach Spanien gemacht und der war nämlich auch FSJler, beziehungsweise Vikariat. Das ist so eine Art Einsatz in einer Gemeinde und das hat er in Barcelona gemacht, wusste ich auch nicht, total cool. Und hat dann einem deutschen Pfarrer geholfen, dem Fritz Ulbricht in der deutschen Gemeinde.
Und der hat da gepredigt, Vorträge gehalten, aber auch wie er das damals schon in Berlin gemacht hat, sich auf Kinder- und Jugendarbeit spezialisiert. Und ich habe es schon erwähnt, bei mir war das auch der Fokus. Und auch wenn man sich damit auseinandersetzt, was hat so Zukunft jetzt auch für ein Entwicklungsland wie Südafrika, dann sind das einfach die Kinder. Und auch in Bildung zu investieren. Und das fand ich total spannend und habe ich auch einfach gemerkt, das ist das A und O. Und er hat dann auch einen ganz neuen Umgang mit Menschen gefunden. Und er hat Hausbesuche gemacht, genauso wie ich, jeden Donnerstag in Kapstadt die Hausvisitations in die Hütten rein. Er hat auch Hausbesuche gemacht und hat dazu geschrieben in seinem Tagebuch, man bekommt einen Einblick in die mannigfachsten Arten zu leben und bekommt mit den merkwürdigsten Leuten zu tun. Das kann ich auch nur bezeugen. Mit denen man sonst so leicht wohl nicht ein Wort gewechselt hätte. Weltenbummler, Vagabunden, geflüchtete Verbrecher, viel Fremdenlegionäre, Löwen, sonstige Tierbändiger, die dem Zirkus Krone auf seiner Spanienreise durchgebrannt sind, deutsche Tänzerinnen auf hiesigen Bühnen, deutsche verfolgte Fähnemörder, die einem alle ihr Lebensschicksal bis ins Detail berichten. Und es ist oft nur sehr schwer, hier einen eigenen Gutdünken zu geben und zu versagen. Und das kann ich auch nur bezeugen, was man da alles für Geschichten kennenlernt und für Menschen trifft, die hätte ich jetzt ja hier, wenn ich zu Hause geblieben wäre, hier in Rostock, da würde ich die Leute nicht treffen und solche Geschichten hören. Und da auch hautnah dabei zu sein, ist natürlich nur was ganz komplett anderes. Und mit Menschen, das ist natürlich auch eine Kompetenz, so, das muss man auch erstmal lernen. Und mir fiel es am Anfang auch schwierig, weil die haben auch nochmal so einen ganz anderen Umgang und auch eine ganz andere Sprache. Und der Dietrich Bonhoeffer hat auch geschrieben, meine Theologie beginnt humanistischer zu werden. Was soll das? Ob Barth je im Ausland war? Und das war ein großes Vorbild von ihm, Karl Barth. Und der hat das nur kennengelernt, diese ganzen verschiedenen Arten von Menschen, indem er dort draußen war. So, und dann war er noch in Amerika gewesen. Und da hat er in der Gemeinde einen Einsatz gemacht. Und dort hat er ganz, 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 ganz viele Kontakte knüpfen können und Freundschaften. Und das habe ich auch gemerkt. Jetzt letzte Woche hatte ich Geburtstag, wie viele neue Leute sich da plötzlich melden und sagen, ah, wir vermissen dich hier in Südafrika, ganz weit weg. Ja, das war auch schon die letzte Folie. Viel mehr hatte ich nicht. Da stand noch die Rassenfrage. Ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen. Und das kann alles Mögliche sein, Jan. Genau, also ihr habt gehört, er antwortet gerne. Ich gehe mal ganz nach oben. Ich wollte fragen, was gab es denn da zu essen? Zu essen gab es ganz viel. Also war es, funktioniert das Mikrofon? Ja. Was ganz, ganz bekannt ist, das nennen die Amerikaner Barbecue, also das Grillen, ist da der Braai. Und das war, glaube ich, schon so meine zweite, dritte Woche oder so. Da haben sie gesagt, ja, Johnny, kommst du mit auf einen Braai? Und dann haben wir den ganzen Samstag grillen. Also man muss auch sagen, die sind sehr kreativ, so die Zeit totzuschlagen. Also manchmal auch nicht so produktiv. Aber dann bist du den ganzen Tag am Grill und quatsch und spielst irgendwie Rugby und gehst baden und so. Und die lieben halt Fleisch und Chicken und KFC. Also so relativ klischee-mäßig. Das war in meinem Township auch ganz speziell. Also Fleisch ganz, 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 ganz viel. Mia hat auch noch eine Frage. Hast du Löwen gesehen? Ja, man hat es vielleicht auch ganz am Anfang in diesem kleinen Clip schon mal gesehen. Natürlich ist nicht in Kapstadt, aber ich habe noch mal ein paar Trips auch durchs Land gemacht. Und es gibt viele Nationalparks und gerade die etwas reicheren Südafrikaner, die gehen immer so in Urlaub in diese Nationalparks, die wie so riesige Zoos halt sind. Und wir waren einmal von Freunden dort eingeladen gewesen, was natürlich ganz toll war. Und dann haben wir da auch ganz viele Löwen gesehen. Aber das ist wie eine Schnitzeljagd, da musst du ewig suchen. Und das war aber ganz, ganz imposant. Did you like it in South Africa? Yes, very much. Kani Klani, war ihr lecker. Habt ihr auch Schlangen gesehen? Nee, Schlangen habe ich nicht gesehen. Also jetzt nur so eine Blindschleiche oder sowas mal, aber da gibt es ja auch noch ganz andere Sachen. Nee, zum Glück jetzt nicht so aus nächster Nähe. Was machst du denn jetzt in Zukunft?
Gute Frage. Ich habe es schon gesagt, so man trifft natürlich auch alle möglichen Kontakte. Was ein toller Kontakt war, ich hatte schon mal ein Praktikum gemacht und der Art Director von dieser Agentur war zufällig in Kapstadt. Und wir haben uns dann auf ein Frühstück getroffen und ich möchte nächstes Jahr visuelle Kommunikation studieren und muss dazu noch eine Mappe anfertigen zur Bewerbung. Und zu ihm in seiner Agentur in Stuttgart gehe ich jetzt 3 Monate und mache da auch das Pflichtpraktikum fürs Studium und die helfen mir ein bisschen. Das heißt, ab dem 1. November werde ich in Stuttgart wohnen. Ja, hast du denn noch Kontakte in Südafrika und Freundschaften, die du aufrechterhältst, die dir wichtig Ja, sind? ja. Ja, auf jeden Fall ganz viele. Einmal in der Organisation mit dem Team, mit dem ich ja wirklich jeden Tag so zusammengearbeitet habe. Aber auch alle möglichen anderen Leute. Wie ich gerade schon sagte, jetzt Sonntag hatte ich Geburtstag. Man merkt nochmal, boah, wen man da alles kennengelernt hat. So. Das ist schon echt toll und total bereichernd. Und ich hoffe, ich komme irgendwie bald mal wieder hin für einen Urlaub oder so, um den ganzen Leuten Hallo zu sagen. Auch über die Gemeinden konnte ich richtig viele Kontakte knüpfen. Und im Township hat man sich mit vielen gut verstanden, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schwierig, da wirkliche Freundschaften aufzubauen, weil die nochmal so ganz andere Lebensformen einfach hatten. So, das war schon schwierig, auch wenn es da natürlich viele auch in meinem Alter gab, gerade wenn wir Kinder- und Jugendarbeit gemacht haben, waren ja die meisten auch vielleicht so 17, 18 oder so, so knapp an meinem Alter. Und ja, da gab es auf jeden Fall viele, die echt cool so waren. Aber die meisten habe ich wirklich über die Gemeinde und über meine Organisation dann kennenlernen können. Ja. Wie kann man sich so einen Hausbesuch vorstellen und Thema Sprachbarriere und Ja. Kulturbarriere? Ja, also die sind generell im Township total freundlich so gewesen und das fand ich auch total cool. Ihr habt das Bild hier mit dem Rollstuhl gesehen, so. Da gibt es auch alles Mögliche und alle sind super happy so. Und das war schon toll zu sehen. Und die House Visitations, so haben wir das genannt, das war eigentlich so das Spannendste, weil du gehst halt wirklich zu denen nach Hause. Wenn du den Kids Club freitags hast, kommen die zu dir auf die Straße, du machst das Programm, 3 Stunden später, wie bei einem Ranger, der Stammtreff, ist vorbei, die gehen wieder nach Hause. Aber donnerstags waren wir halt bei denen. Und da sind wir relativ spontan einfach so durch die Straßen gelaufen und die kennen einen. Wir haben auch immer so Shirts angehabt, dass wir halt von der Organisation sind. Die finden uns nett und die laden uns gerne ein und finden es ja auch toll, dass wir denen so viel helfen. Und ja, dann haben die meistens nicht viel, aber teilen alles, was sie da haben. Also dann quetschen wir uns da auf das Sofa oder die paar Stühle, die da sind. Und dann fragt man halt so, wie läuft es in der Schule? Hilft da Okavango hier gut irgendwie mit im Haushalt und so? Und wie Auf läuft's? Englisch, oder? Genau, also die älteren Geschwister, das sind ja meistens riesige Families mit ganz vielen Brüdern und Schwestern. Die Älteren, die können echt super Englisch und die Kleinen auch echt schon gut. Also so in der Grundschule oder so, da konnte ich mich mit keinem unterhalten, aber die können schon relativ gut, weil das auch die Sprache ist, die eigentlich alle vereint, Englisch. Weil die haben ja nun mal ganz viele Sprachen und Afrikaans habe ich in der Zeit auch ein ganz wenig gelernt. Man hört ja immer wieder so, okay, viele wollen so ein FSJ im Ausland machen und so. Du klingst ziemlich begeistert, aber ich habe auch schon viele so, die echt ein schweres Jahr auch hatten. Was würdest du sagen, worauf muss man achten oder was gibt es so für Probleme dann, wenn man so ein FSJ auch macht, wenn man vielleicht an eine schlechte Stelle kommt? Ja, also so im Großen und Ganzen war es schon echt cooler. Ich hatte natürlich auch so die ein oder anderen Konflikte so vor Ort mit den Leuten. So gerade so die ganze Leitung und Planung und Organisation ist irgendwie nochmal so ganz anders, als wir das hier in Deutschland kennen. Und daran habe ich mich irgendwie schon manchmal gerieben, weil man hier in Deutschland schon eher so leistungsorientierter ist, so irgendwie man möchte möglichst produktiv sein, möglichst viele Ergebnisse sehen und auch natürlich so die Arbeit mit Kindern oder so, da siehst du jetzt nicht schnell irgendwelche Fortschritte oder auch so das ganze Planungstechnische ist dort eher ein bisschen spontaner und so. Wir hatten eine große Kids-Party zu Weihnachten mit 400, 500 Kindern. Da war irgendwie eine Woche vorher noch nicht sicher, wo die stattfindet und mit welchem Bus und so. Und dann, das ist manchmal schon ein bisschen irgendwie nervig. Und ja, auch wenn du eigene Ideen einbringen möchtest, du bist da 1 Jahr und total begeistert, aber die haben natürlich so ihren Plan, ne? Also da war es für mich auch schwierig, so zu verstehen, ich bin jetzt hier, um einfach so zu helfen und kann jetzt nicht hier Ideen reinbringen, da Ideen reinbringen, wie man manchmal nun mal so ist, wenn man so ein bisschen überschwänglich und neu in der Gegend ist. Aber ja, da gab es auch natürlich mal Konflikt und das ist ganz normal. Und die Frage war, wie man jetzt so ein FSJ findet, oder? Ein gutes Ein gutes FSJ findet. Also ich habe von denen vorher geskypt, das war eigentlich das Einzige. Aber ich hatte eine Gesamtorganisation, die mich einmal im Monat so ein Mentorengespräch hatten, wie läuft's, und die auch mit den Leitern Kontakt hatten.
und Feedback gegeben haben. Und ich hatte eine Vorbereitung für so interkulturelle Geschichten und eine Nachbereitung. Und das würde ich schon empfehlen mit so einer Organisation, weil also ich habe mich da sehr wohl und sicher gefühlt und gut betreut. Und mit auf eigene Faust ist auch spannend. Aber ich glaube, du kannst viel mehr mitnehmen, wenn du da ein paar Profis noch mit an der Hand hast. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Konnte es ja auf den letzten Punkt da nicht mehr so genau eingehen. Mhm. Deshalb die Frage, 90er Jahre war ja noch Apartheid. Mhm. Wie hat sich das inzwischen so entwickelt? Wie ist dein Eindruck? Super Frage. Vor allen Dingen einmal in den Gemeinden, wie die miteinander zurechtkommen, aber dann auch in der Gesellschaft allgemein. Mhm. Ja, also zu den Gemeinden, es gibt richtig, richtig viele. Fire Church oder was weiß ich, das ist total... Und die singen, haben ihre Gospelchöre, also wie man das wirklich so ein bisschen kennt. Und das... Also viele Hütten sind dann nachmittags irgendwie Gottesdienste und ich kenne auch ein paar, da geht es dann echt mehrere Stunden und ja, das ist ganz normal, dass man an irgendwas glaubt und auch sehr viel Spiritualität, also auch viel so schwarze Magie und so. Also jeder ist in irgendwas auf jeden Fall reingebunden, gibt es keinen, der nichts glaubt. Und die Gemeinden untereinander ist schwierig zu sagen, aber ich würde mal behaupten, die meisten machen so ihr eigenes Ding. Die Gemeinde, mit der wir gearbeitet haben, die haben halt zum Beispiel unsere Township-Arbeit so unterstützt. Da waren wir dann für irgendwelche Feste mit den ganzen Kids und sind mit den Kindern dort in den Kindergottesdienst gegangen. Und solche Zusammenarbeiten gibt es schon. Aber die meisten Gemeinden sind, denke ich mal, eher für sich und haben so ihren Kreis oder ihr Netzwerk. Und zwischen Schwarz und Weiß, wie da das Verhältnis. Ah ja, okay. Also ich war zum Beispiel bei Hillsong und da waren schon hauptsächlich Weiße, aber es gibt immer auch Schwarze und auch nochmal Farbige, das unterteilt man ja auch nochmal. Aber zum Beispiel die Gemeinde, wo wir mit eurer Organisation hingegangen sind, das war echt super gut gemischt. Aber es ist schwierig. Also es gab, glaube ich, keine Ältesten oder Pastoren, die schwarz waren. Und es ist schon so, so relativ dominant, was jetzt so die Weißen angeht. Und auch generell, die ganzen Townships waren ja damals da, um irgendwie Schwarze auszusondern, Farbige auszusondern. Du bist nur noch zum Arbeiten in die Stadt gekommen. Und diese ganzen Townships oder diese Communities von denen, die sind auch immer noch so präsent. Also in der Stadt wohnen wirklich nur die 10% Weißen aus dem Land. Und in den Townships die ganzen Schwarzen und Farbigen und kommen dann zum Arbeiten irgendwo hin. Aber auch so, dass das Bild jetzt von Kapstadt ist natürlich auch eine recht westliche Stadt, aber bringen doch eher Weiße. Und die Townships sind riesig, also wirklich auch mal knapp 1 Million. Und da leben die dann alle und auch für sich. Und meistens ist dann auch so, die Kinder, die wollen auch nicht woanders hin, weil du bist da aufgewachsen. Oder auch woanders hast du auch schwierige Chancen. Also es ist schon besser. So, die verstehen sich gut. Wie gesagt, Gemeinde gehen die zum Beispiel gemeinsam hin. Oder ich verstehe mich gut mit denen. Die haben jetzt keine Vorurteile mir gegenüber, was ich auch echt toll fand. Aber ich denke, das braucht so seine Zeit. Also es war... manchmal auch ein bisschen erschreckend zu sehen, ja. Ja. Did you like the sea? Yes, yes, very much. I was staying in Gordon's Bay, Falls Bay. Das war eine Bucht in der Nähe von Kapstadt. And yeah, the water was very warm and nice. Nee, war wirklich cool. Ein, zweimal auch surfen probiert und dann war ich so auf dem Wasser und ich so, ja cool, ist das irgendwie eine beliebte Gegend hier? Ja, hier, a lot of surfers come here, the waves are perfect, but it's also the highest concentration of white sharks. Und ich so, ah. Und dann war da halt so in dieser Bucht irgendwie so die meisten weißen Haie irgendwie in ganz Südafrika. Muesenberg hieß der Strand und dann dachte ich mir so, oh, interessant, so ich... die Welle noch und dann gehe ich mal raus. Vielleicht eine Frage von mir. Du hast viel von auch Armut gezeigt und auch erlebt und trotzdem viel Freude. Hast du auch Leid gesehen? Ja, also so gerade wenn irgendwie Kinder irgendwie so, also wir hatten ein paar, die hatten richtig viele so Brandverletzungen und sowas, weil die zu Hause irgendwie ganz schlimme so Technik auch haben, auch wenn wir bei den Hausvisitations sind, die Kabel ganz schrecklich isoliert und die leben ja nur in diesen Blechhütten und richtig oft schmort dann was an und die Kids, die spielen halt überall rum, verbrennen sich, schneiden sich, laufen auch barfuß und das sind so ganz normale Sachen, das sind jetzt ja keine krassen Verletzungen, aber jeder hat irgendwo Schürfwunden, riesige Verbrennung an den Beinen und also richtig schrecklich, so das tut einem richtig leid. Aber jetzt so, das, also Behinderte hatten wir 2, 3, mit denen wir gearbeitet haben, aber die siehst du ja weniger. Ja. Vielen, vielen Dank, Jonathan. Ja.
Du hast gesagt, am November geht es in Stuttgart weiter. Ja. Bis wann bist du noch in Rostock? Ich bin dann auch noch bis November wirklich hier. Okay. Also die nächsten Wochen, ihr könnt gerne mal vorbeikommen. Ich erzähle euch noch mehr oder jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Ach schön, dann nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit, die Pause anzukündigen. Also wir machen wieder 12 Minuten Pause mit wieder erfrischenden Getränken, frischer Luft und ein paar leckeren Waffeln. Also bis gleich. Yeah.